Ey, yo. Prokrastination in seiner schönsten Form. Kein Bock auf alles haben, ist in Deutschland die Norm. So, aha. Oh, yo, wir haben keinen Bock, wir sind irgendwie immer gestresst. Traumatisiert von der ersten Sekunde des Morgens. Ich bin aufgewacht, hatte keinen Bock auf diesen Morgen. Ich muss mich erstmal setzen, sitze in meinem Bett und reibe mir die Augen. Denke darüber nach, was die anderen wohl glauben. Philosophisch gesehen bin ich ein intelligentes, durchdachtes Wesen. Doch wenn ich meine 3 Kaffee und 5 Kippen nicht hab, mach ich leider echt schlapp. Und es ist der Morgen, der mich dazu bringt, den Tag zu hassen wie ein kleines Kind. Yo, denn es ist kein Leben, wenn man morgens um 7 schon raus muss. 8 in die Arbeit, nur so ein Schuss für 1050 Euro im Monat. Ich hab keinen Bock, ich will nicht wischen, ich will auch nicht saugen, will nicht die Wohnung kehren oder die Spülmaschine einräumen. Ich will nichts machen, echt mal, Leute, am liebsten kiff ich mir einen rein, leg mich wieder in mein Bett und scheiß drauf. Jeder kann mich am Arsch lecken, wenn nicht, sollen sie sich zu irgendeinem Guru oder Buddha setzen, um zu verstehen, wer in Jogginghose chillt, lebt sein Leben in der Fülle, die er will. Jo, krank, irgendwie verrückt, irgendwie ziemlich anders. Doch ohne Kaffee und 5 Kippen komm ich nicht klar, Mann. Das ist mein Tag, Mann. Oh, ich will schlafen. Oh, ich bin müde. Ich heb die trägen Augenlider in die Höhe und gucke dich an und merke auch, du hast keinen Bock. Also denk ich mir, oh Mann, und ich lehn mich zurück und denk mir, irgendwann bin ich wieder fit. Aber halt nicht gerade eben. Also nein, Mann, hallo Leben.